Ja, ich stehe jetzt hier am Stand von Access mit Marc Schleile und möchte einfach, ich nenne es einfach mal einen modernen Klassiker reden, ein paar Infos vielleicht zu dem Access Virus TI oder überhaupt zu dieser ganzen Virus-Linie. Und ja, die erste Frage, die ich einfach mal hätte, würdest du sagen, wenn ich jetzt den Virus als modernen Klassiker bezeichne, dass ich damit in irgendeiner Form übertrieben habe? Nee, eigentlich gar nicht. Den Virus gibt es seit einer Weile und das ist nach wie vor beliebt, nach wie vor ein Synthesizer, der eingesetzt wird. Wie viele andere Sachen, die es eine Weile gibt, verändern sich dadurch nicht unbedingt, wenn man den Sound mag, wenn man diese Art von Hybrid-Synthese mag, dann ist das genau das Richtige. Also ich habe deswegen gleich mal so gefragt, weil ich natürlich ein bisschen voreingenommen bin, weil ich selber noch einen Virus A, einen Virus B und jetzt einen Virus TI eben habe. Was mir eben auffällt, es gab dann eine Zeit, wie ich mir den Virus TI gekauft habe, wo ich schon diese Integration einfach zu schätzen gelernt habe. Und erst letztes Jahr habe ich mir dann einen Editor für A und B dazu gekauft, sodass ich ähnlich damit arbeiten kann. Würdest du sagen, dass das schon ein sehr großer Schritt war? Weil ich habe so gesehen, Virus A, B, C, da waren immer ja, Entwicklungen da, aber Virus TI war dann einfach nochmal eine ganz andere Welt, auch vom Arbeiten her. Ja, total. Als wir den TI gemacht haben, haben wir eigentlich was gemacht, was uns immer im Kopf rumgegangen ist, weil die Welt um uns herum hat sich einfach verändert. Wir haben gemerkt, irgendwie Computer werden schneller, es gibt Plugins, wir haben eine schöne Hardware und auf eine Art und Weise waren wir ein bisschen neidisch auf Plugins, weil Plugins haben Total Recall, du kannst vernünftig mit Automation umgehen, du hast ein super stabiles Notentiming und ja, dagegen hast du dann so einen Hardware-Synthesizer, bei dem du lädst einen Song ein halbes Jahr später wieder rein, du weißt nicht mehr, was für Patches verwendet wurden und wir wollten einfach was dagegen tun und so kam Total Integration. Total Integration war einfach nur eine Antwort auf das, was wir selber gebraucht haben. Und es war halt vor allem in dem Gerät zum ersten Mal möglich. Alle anderen Geräte davor hatten kein USB und hatten auch die Komplexität, die man braucht, um sowas in einem Synthesizer aufzubauen, einfach nicht. Was mich damals fasziniert hat, auch als eben ja, dieses Konzept von Virus TI vorgestellt worden ist, dass eben über USB nicht nur ja, einfach MIDI-Daten ausgetauscht werden, dass ich einen Editor dann zur Verfügung habe, das, was ich mir auch noch vorstellen konnte, dass ich einen Editor als VST-Plugin einfach zur Verfügung habe, den ich dann einbinden kann, aber eben der Austausch von Audiodaten. Das war mir überhaupt nicht klar. Ich war ja damals auch für Firmen unterwegs, wo ich eben Audio-Interfaces oder eben Audio-Sequenzer vorgestellt habe, wo ich mir immer dachte, Moment mal, eine Audiokarte und dann läuft das Ganze gut, aber jetzt hätte ich ja im Prinzip eine zweite Audiokarte, die ich dann damit einbinde. Ja. War das ein hoher Entwicklungsaufwand oder ja, wirklich schwer, das zu realisieren mit dieser Audio-Einbindung? Das war schwer. Also hat man wahrscheinlich auch daran gemerkt, dass es wirklich am Anfang nicht besonders gut funktioniert hat. Also wir haben im Prinzip was entwickelt. Wir hatten ein Ziel vor Augen, aber es war uns am Anfang nicht notwendigerweise klar, wie komplex das Ganze ist. Das war wirklich Neuland. Es gibt eigentlich nach wie vor kaum Synthesizer, die was Ähnliches machen. Und der Teufel steckt wirklich im Detail. Ich denke, es ist gut, dass wir das gemacht haben. Wir hätten es vielleicht nicht gemacht, wenn wir gewusst hätten, wie aufwendig es ist. Aber andererseits bin ich heutzutage froh, dass es passiert ist, weil es wirklich ein Alleinstellungsmerkmal ist. Und man kann es vor allem gebrauchen. Es ist nicht irgendwas, was man mitkauft und sich sagt, toll, aber ich habe es noch nie ein- und ausgeschaltet, sondern es hilft einem wirklich beim Produzieren und es hieft diesen Hardware-Synthesizer so ein bisschen in die Jetztzeit von der Auffassung, wie man mit Synthesizer-Sounds umgeht und was man damit machen kann. Ja, also an mich würde oft auch dann die Frage herangetragen, ja, diese Einbindung, die finden viele eigentlich toll, aber die hätten die auch gern bei anderen Synthesizern. Wenn man dann bei anderen Herstellern schaut, da wird dann natürlich immer gleich gesagt, Moment mal, das ist ja auch gar kein Thema. Also wir haben aber hier einen analogen Synthesizer und da wäre dann die Wandlung nochmal dabei. Hier haben wir ja sowieso schon digitale Daten und da wäre das einfacher, wo ich mir dann immer eben denke, ich weiß nicht, ob das so einfach ist, da mehrere Audiokarten wirklich dann synchron damit zu betreiben. Also, weil ich habe ja meine normale Audiokarte, die ich jetzt nicht austauschen möchte. Also, wobei es ja beim TI möglich ist, den auch wirklich als Audiokarte dann einzusetzen. Wenn man will, kann man das ja.
Genau. Aber jetzt zum Beispiel bei mir persönlich im Studio sieht es so aus, dass ich eben hochwertige Audiokarten habe, die ich weiter verwenden möchte und den TI dann eben praktisch zusätzlich damit einbinde. Eben, ja. Ich meine, jetzt hier zum Beispiel in dem Setup ist es total praktisch, weil der Virus ist halt einfach Klangerzeuger, ist Audiokarte, ist MIDI-Interface. Hat gerade jemand da, der hat eine Demo gemacht und hat halt einfach hier die Ports hinten, die MIDI-Ein- und Ausgänge werden halt gleichzeitig dann zu einem MIDI-Interface für den Rechner. Und es ist einfach so gemacht, dass das Konzept dahinter ist, dass jeder Ein- und Ausgang, der an der Kiste dran ist, wenn Total Integration an ist, einfach so genutzt wird, dass alles nach außen zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, dass man mit einem Gerät zum Beispiel auf die Bühne kann mit dem Laptop und man benutzt die Audioausgänge vom Virus, um zum Beispiel auch den Rest vom Laptop abzuspielen, die Audio-Tracks, die sonst vielleicht noch laufen. Oder man nutzt die MIDI-Schnittstelle, um beispielsweise über ein zweites Keyboard irgendwelche anderen Plugins, die man gleichzeitig noch laufen hat, zu spielen. Das ist einfach so eine Form von maximaler Zweitverwertung von allem, was drauf ist. Genauso wie man mit den ganzen Controls hier, mit den ganzen Knöpfen letztlich dann auch wieder Sachen in anderen Plugins steuern kann. Wir haben einfach versucht, möglichst viel aus der Hardware in jeder Situation nutzbar zu machen. Ja. Was mich noch interessieren würde, hast du bestimmt mehr Erfahrungen, auch von Feedback von Usern. Wie häufig wird eigentlich jetzt das Plugin wirklich auch zum Sounddesign genutzt? Und gibt es User, die sagen, eigentlich brauche ich die Oberfläche dann gar nicht mehr? Also jetzt bei mir persönlich ist es eben so, dass ich die Oberfläche noch sehr viel nutze, aber eben auch merke, dass ich zum Beispiel viel auch dann eben für Automationsgeschichten nutze. Das heißt, wenn ich merke, ich müsste in ein Menü rein, dann verwende ich eher das Plugin, ja. Ansonsten eher wirklich meine Hardware. Also ich kann natürlich nicht in die Köpfe von unseren Usern schauen, aber ich glaube, was ich maximal... Platzbedarf ist, glaube ich, das entscheidende Wort letztlich. Es ist, die meisten Leute, und auch wenn sie professionelle Musik machen, haben Studios, die sind vom Platzbedarf her mittlerweile relativ kompakt. Und das, was am umkämpftsten ist, ist letztlich der Platz auf dem Schreibtisch sozusagen. Das ist dann wirklich die Entscheidung, was man haben will, ob der Virus auf dem Schreibtisch steht oder nicht. Wenn ich den Virus im Rack habe, dann werde ich wahrscheinlich wahnsinnig viel mit unserem Plugin machen, denn ich möchte mich nicht ständig runterbeugen, dann höre ich auch nichts. Das wäre beim Sounddesign kontraproduktiv. Andererseits, wenn ich den Virus auf dem Schreibtisch stehen habe, dann würde ich zumindest dazu tendieren, möglichst viel am Virus zu machen, weil es schneller ist. Ich muss keine Pages auf dem Plugin umschalten. Ich kann zwei Parameter, die auf zwei verschiedenen Pages liegen, trotzdem gleichzeitig gegeneinander abstimmen. Ich glaube, es sucht sich einfach jeder so raus, wie er das gerade gebrauchen kann. Jetzt hatten wir gerade schon Sounddesign angesprochen, was ich ganz interessant finde. Durch die vielen Möglichkeiten, die gerade der Virus TI im Oszillatorbereich bietet oder im Bereich der Modulationen, wird er natürlich nicht nur in modernen Musikstilen eingesetzt, sondern sehr oft auch beim Sounddesign für Filmmusik oder bei Hybridproduktionen. Ja. Kannst du uns da vielleicht noch irgendwas Interessantes auch erzählen? Wir hatten gestern, glaube ich, schon mal über ein paar Komponisten, die einsetzen, gesprochen. Ja, also... Es gab eine Zeit, da haben wir so den ganzen Bereich um Santa Monica rum ziemlich durchsetzt, was dazu geführt hat, dass bei Harry Gregson stehen ein paar Viren im Studio. Hans Zimmer hat sehr lange damit gearbeitet, John Powell hat sehr lange damit gearbeitet. Der Sound war auf eine Art für das, was man in bestimmten Szenen einsetzt, einfach sehr mitbestimmt und hat dadurch seinen festen Platz einfach in der Musik. Also es ist gut, wir reden hier von Leuten, die einfach alle möglichen Ressourcen haben und es ist ganz bestimmt nicht so, dass sie nur ein Virus einsetzen, aber es ist für viele immer noch so ein Schwerpunkt-Synthesizer. Und das, was ich jetzt so gehört habe, du würdest schon sagen, dass also auch, ich nenne es jetzt einfach mal, der charakteristische Sound vom Virus dafür entscheidend war, dass die den auch eingesetzt haben und weniger irgendwelche, marketingtechnischen Überlegungen oder dass man sagt, ach ja, das mit der TI-Einbindung, weil wir hatten ja gestern auch schon gesagt, dass eben immer mehr Plugins auch in diesem Bereich eingesetzt werden, einfach weil man kompatibel sein muss mit anderen Arbeitsplätzen, wo ja, Daten klar. ausgetauscht werden müssen. Sicher, klar. Nee,
es ist mit Sicherheit der Sound. Und es ist ein Synthesizer. Es ist eigentlich, ich glaube, man kann die ganze Technologie außenrum, die ist toll, dass sie existiert und das ist alles praktisch. Aber wenn der Synthesizer nicht gut klingt, setzt man ihn nicht ein. Wir könnten dreimal Total Integration machen, wenn unsere Sound Engine Schrott wäre, würde es trotzdem keiner kaufen. Also ich denke eben auch, dass, also ich komme ja eher von der Musikerseite und für mich sind es eben alles keine Geräte, sondern Instrumente. Das heißt, der Sound ist schon mal entscheidend, wobei es eben auch dann einfach so sein kann, dass jemand der Sound gefällt oder dass jemand der Sound anspricht. Aber da hört ja dann auch jede Diskussion, finde ich, auf. Ne? Hört ja auch, weil entweder gefällt einem der Sound oder nicht. Und das ist halt auch der Bezug zum modernen Klassiker. Ich glaube, also für mich persönlich ist das Schöne an Synthesizern, dass es klingt jeder anders. Und wenn ein Synthesizer einen Platz in meiner Musik findet, ist es mir eigentlich völlig egal, ob er 20 Jahre alt ist oder einen Monat. Das ist, was man über die Zeit sieht, ist, ob eine Beständigkeit da ist, ob ein Synthesizer dazu in der Lage ist, einen Sound zu liefern, den man nach ein paar Jahren auch noch mag. Es gibt bestimmte Klangtendenzen, die kommen und gehen, gerade im Kontemporärmusikbereich gibt es Sachen, die sind dann einfach nach einem Jahr wieder out. Es gibt aber auch andere Sachen, die sind nie out. Und wenn ein Synthesizer das gut kann, wenn ein Synthesizer zum Beispiel tolle Pads erzeugt, die hast du vor 10 Jahren verwendet und die wirst du ganz bestimmt in 10 Jahren auch noch verwenden, weil es halt einfach zu dem gehört, was man aus dem Synthesizer rausholt. Und das ist das, was den Virus auch heutzutage so auszeichnet. Das ist halt eine völlig stabile Ressource ist, etwas, worauf man sich wirklich verlassen kann, wo man einfach weiß, irgendwie, das ist der Platz, den er einnimmt. Diese Form von analog plus digital Hybrid-Sound, die kriege ich auch sonst in der Form nirgendwo anders raus. Und wenn man den Sound mag, ist man da genau richtig. Ja. So als Abschluss vielleicht noch ganz interessant, der Virus TI, also TI 2, ist ja nach wie vor ein aktueller Synthesizer, den ich einfach kaufen kann, wo ich also mich nicht darum kümmern muss, wo kriege ich den vielleicht gebraucht her. Was mich da einfach interessieren würde, und da können wir ja vielleicht ganz kurz darauf eingehen, dass ja Access und Camper eben noch ein weiteres sehr, sehr erfolgreiches Produkt haben, eben diese Camper-Amps. Du würdest aber sagen, dass der Virus TI auf jeden Fall noch weiterhin gepflegt wird, auch wenn man jetzt dazu keine Aussagen machen kann, was kommt da vielleicht noch an Entwicklungen. Mir persönlich fallen jetzt sowieso keine Punkte ein, wo ich sagen würde, ah, da muss aber noch was gemacht werden oder da wünsche ich mir was. Aber es geht eigentlich eher um die Frage, es ist ein aktuelles Produkt, ich kann das neu kaufen und ich habe den Support einfach von einer Firma, die eben schon lange im Geschäft jetzt auch ist. Ja klar, sicher. Also wir verkaufen den Virus und auch wenn er ein paar Jahre alt ist und das Konzept irgendwie jetzt nicht gestern völlig überholt wurde oder was total Neues da ist, der steht bei Händlern, man kann den ausprobieren, man kann bei uns im Online-Shop mehr oder weniger sich anschauen. Das Gerät ist da und das Gerät ist weiter ein ganz normaler Bestandteil der musikalischen Landschaft, die man sich zurzeit häufig erwerben kann. Es ist kein Ding der Vergangenheit, ganz und gar nicht. Gut. Dann bedanke ich mich für das nette Gespräch. Vor allen Dingen fand ich es einfach auch wichtig, wirklich mal so einen modernen Klassiker einfach ein bisschen so von der Geschichte her darzustellen und einfach die Möglichkeiten dazu zeigen, ohne auf was ist da wirklich spezifisch möglich, darauf einzugehen. Ich hoffe, wir konnten euch hier auch ein paar Informationen liefern, die ihr vielleicht so noch nicht gekannt habt. Und mir war eben auch am Schluss diese Frage wichtig, einfach nochmal rauszustellen, dass es ein aktuelles Gerät ist, das ich aktuell kaufen kann und hier wirklich Support von einer Firma, die längere Zeit schon im Geschäft ist, noch da ist.